Sind wir. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie! Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super. Danke, Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Okay, mache ich. Ich will wissen, wo das ist. Ich rate... Da hinten... Wie komme ich da hin? Da komme ich noch gar nicht hin. Nee. Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich kann das noch erstmal vergessen. Durch die vergessenen Höhlen. Wenn, dann so. Also die Schlange muss weg. Euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, vielleicht. Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Wölfe. Du erzählst gerade was und wir werden angegriffen von Wölfen. Geht eigentlich niemand. Langsam habe ich den Dreh raus. Aber nur langsam. Wir müssen auch besonders vorsichtig sein, dass wir nicht in ihr Erbrochenes treten. Es ist giftig und riecht auch echt eklig. Ekelhaft! Komm, wir können damit hoch. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Nebenmission können wir erst später machen. Wir kommen hier eh nochmal runter, also so ist es nicht. Wir gehen jetzt erstmal durch die Höhle. Da kommt bestimmt wieder etwas, was uns auffällt. Und wir müssen in eine andere Welt reisen. Kannst du sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Noch nicht, Junge. Noch nicht. Wo ist die Waldhexe? Wahrscheinlich zu Hause und sammelt Kraft oder so. Na, komm schon. Wer hat das Gesicht in den Berg gemeißelt? Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Das kann ich auch noch nicht kaputt machen. Das werden wir noch lernen, alles klar. Das kann sicherlich er dann kaputt machen mit so einem Feuerpfeil oder so. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Es funktioniert. Sie Geil. Hatte recht. Komm. Bringen wir es zu Ende. Verschwinde, schwarzer Atem. Mal sehen, wie lange das hält. Das ist ziemlich viel Atem. Ist er auch weg oder... Schneiden wir nur eine Schneise rein. Und hinter uns geht er wieder zu. Puh, ziemlich weiter Weg. Puh. Und weg Der ist Weg es. Da vorne ist blockiert. Das Licht von Alfheim abgeschlossen.
Oh Mann, der Weg ist blockiert. Okay, darüber. Upp. Wir klettern einfach mal den verdammten Berg hoch. Wen interessiert das? Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Irrung eines Riesens? Vielleicht. Dämon, wir sind da! Mehr schwarzer Atem. Alles klar. Bringen wir dann ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln. Hallo? Dieses Zeichen ist dasselbe wie auf dem Riesen waren. Cool. Dann machen wir mal die Tür hier auf, diese große, fette Tür. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Ich auch nicht. Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Ja, mach mal. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Keine Ahnung. Justa! Du sollst das Ding abschießen. Der Bogen, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Vielleicht ist irgendwo ein zweiter Lichtkristall. Ja, das denke ich auch. Was ist das? Ah. Nichts. Okay. Dann suchen wir nach einem zweiten Kristall. Jo! Hey, schlag nicht den Jungen, du Idiot! Warte mal. Komm mal her, du. Du flinker Typ, du. Hau ab. Da oben war noch was. Wie ist der denn da raus? Ja, damit. Da ist auch noch was. Ich hab grad gesehen, dass da noch irgendwas. Irgendwelche Informationen zu den Typen stand, aber. Das funktioniert wohl nicht. Das kann ich noch nicht kaputt machen. Noch nicht. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das sieht gut aus. Ich kann es fast entziffern. Ja, warte, ich schieb's mal zusammen. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Nur zu. Klar. Freize. Was passiert jetzt? Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Deine Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Die dunklen Höhlen durchqueren. Na gut. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Ja, mach mal. Besser, oder? Ja. Um einiges. Erst nach unten, dann nach oben. Hau ab. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst es ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hildivölk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen.
Ich habe aber auch gedacht, dass die Riesen ein bisschen größer sein sollten. Das sind vermutlich diese Typen hier. Da hinten laufen welche. Ein. Ein Hacksilbermann. Hä? Da geht's aber auch weiter. Ja gut, aber wir gehen glaube ich erstmal da lang vielleicht. Ja. Jetzt nämlich so einen schönen Schatz. Was haben wir hier bekommen? Schuppenarmschienen der Konzentration. Er ist ein Lame. Tür ist verlorene Panzerhandschuhe. Der Eintracht sieht viel cooler. Come on, Junge. Ich hasse dich, Hexe. Aua! Aua, was war das denn? Ihr Hexe, Mann. Gabe der Abwehr. Da hinten, guck mal. Jo, wie viele Schalen da sind. Was haben wir hier stehen jetzt? Feuernachtmacher. Diese Nachtmacher werfen mit Feuerbällen um sich, als ob wir nicht schon genug Gründe hätten, Nachtmacher zu hassen. Also ohne Scheiß, gell? Er hat ihn voll anvisiert, aber nicht getroffen. So, wunderbar. Danke. 760. Yes! Wir sind mehr Kohlen. Da hinten sind welche langgelaufen. Oh mein Gott. Okay, warte. Da oben habe ich, glaube ich, gesehen. Oder doch lieber da lang. Okay, warte, dann holen wir uns erstmal diese Kiste. Oder doch nicht? Ah, Moment. Bestimmt genau unter mir war so ein Kristall. Nein, sag mal. Ja, bam, hast du das gesehen? Oh, die Schnauze, Mann. Was willst du? Hier, nimm das. Komm her, Mann. Oh, ein Dicker. Aua. Hau ab, Mann. Ah, siehst du, ich hab doch... Sehr gut. Spinnst du? Easy. Okay. Da ist noch so ein Teil. Aber wir holen jetzt erstmal die eine Kiste, Truhe, Sarg. Tod. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber Tod passt auch. Ja, passt auch gut. Okay. Warum kann ich das Ding abschießen? Gut. Weg mit dem.
Na du? Da ist etwas? Ah, doch nicht. Aber da ist was. Hoch die Tassen. Ein Becher. Die Bergriesen waren so kreativ. Selbst diese Becher sind kleine Kunstwerke. Keiner ähnelt dem anderen und jeder hat etwas Besonderes. Mal sehen, wie viele wir finden. Sie scheinen sehr selten und wertvoll zu sein. Nee, ich verkaufe nichts, solange ich nicht alle habe. Weil ich ja noch diese Dinger habe, diese Kriegsbeute von Alfheim. Da fehlt mir ja eine. Da geht's nur weiter, das will ich noch nicht. Gehen wir hier hin. Das musst du nicht aktivieren. Das hat man doch gesehen. Okay, guck mal. Ein BNR brauchen wir. Yep. Der hat das gar nicht, der hat nur das hier. Nö. Und ich erkenne es halt nicht. Ach, nur da oben ist auch noch. Okay. Ja. So, da sieht aus wie ein B. Ist das jetzt auch das Richtige? Nein. What? Noch nicht. Das ist einer der Riesen, guck mal. Ja, der wirkt schon eher wie ein Riese. Ist es das nicht? Nein. Okay, aber das ist doch das B. Das ist das N. Das andere Ding. Ah, das da war's. Gut. Warte, wie sieht's nochmal aus? So ein R. Okay. So. Jetzt ist es an. Ach so, okay. Die leuchten einfach nicht. Verstehe. Jawohl, wir haben 3 von 3. Yes. So, also da... Dort ging's lang. Was ist dann da? Schauen wir mal, was wir hier finden. Ganz schön viele Leichen. Jo. Weg damit. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. What the... Ja, war das jetzt richtig? Warte, dann... Ja, okay, komm, wir gehen mal kurz dahin. Ich möchte es mir anschauen. Ja, scheint hier der richtige Weg zu sein. Wap. Hier, Junge. Eine Rolle.
habe ich schon mal gesehen. Was haben wir hier bekommen? Die Schlange. Die Schlange ist das Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Asen gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tyrs Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht. Der Rabenwächter. Was ist das? EP erhalten. Was steht hier? Lies es. Ja, Vater! Oh, das ist Dödathror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Dürabröhr, der Hirsch. Dürabröhr, ein Hirsch des Weltenbaums, der die Tore von Jötunheim bewacht. Dort kommen die Riesen her. Das ist der Berg der Riesen. Ich weiß es nicht. Alright, da ist noch eine geile Kiste. Danke, Mann. 1518. Ja, Moment. Ich gehe nochmal zurück. Ich will über die Brücke erstmal laufen noch. Wie viele Idioten hier gestorben sind. Unglaublich. Keiner von denen irgendwie aufgepasst. Wahnsinn, wie viele es sind einfach. Junge, was machst du da? Okay. So. Jetzt mal hier lang. Ah, kommt der Kristall hin. Wirklich? Hast du getroffen, hast du feige Sau? Hinter mir auch! Bam! Aber ein bisschen Rage. So. Vorbei. Jetzt kommen wir schnell nach runter. Dann holen wir uns den einen Kristall. Komm mit, Junge. Du musst lesen. Cool. Kommen wir jetzt nach Jötunheim? Das wäre nice. Da liegt doch was. Zack. 407 Hacksilber. Danke, mein Freund. Ich bin mal sehr gespannt, welchen Gott wir als nächstes treffen. Achso, bitte abschießen. Junge, hierher. Ja. Gut, das kommt ins Tagebuch. Alles klar. Und was steht da? Hättest du ruhig sagen können. Wissen hinzugefügt. Der große Berg. Als der Berg noch kalt war, waren es, was? Melodar und Enbreis, die ihm Leben einhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die vom Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des großen Berges von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstelle und ihre Festung, um frei von Prophezeiung zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht für Ausgestoßene und Künstler, für Jötner und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht
in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den einst so einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Ja, okay. Komm. Jetzt wieder durch die Höhle der Toten da. Okay. Bäh, widerlich. Also und auf diesem Berg wollen wir jetzt drauf. War die Mutter befreundet mit den Riesen oder einfach, weil es halt ein schöner Berg ist und eine schöne Geschichte hat. Und der höchste Berg von allen. Werden wir sicherlich noch herausfinden. Okay, also mehr gibt's hier erstmal nicht, gell? Nein. Hau ab! Was bist du denn für einer? Aua! Idiot. Die haben wohl alle erledigt. Viele Trauger, ein Typ steht da. Dieser Schmodder, ich glaube, den kriegen wir jetzt dann kaputt. Noch ein Kristall. Sei bereit. Wunderbar, nochmal. Oh, daneben. Tot. Nochmal. Bam. Guck mal, das ist ein Powerwurf, den wir machen. Wohin jetzt? Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Neuer Eintrag im Bestiarium. Drauger verstärkte Waffe. Als wären Untote mit spitzen Gegenständen nicht schon schlimm genug. Manche Drauger können über ihre Arme Energie in ihre Waffen fließen lassen, was sie doch gefährlicher macht. Ein rostiges altes Schwert tut weh, aber ein mit Feuer verstärktes Schwert tut noch mehr weh. Ja, das absolut. Justa! Drauger Schild. Dass Drauger nicht vollkommen stumpfsinnig sind, wusste ich, aber dass sie einen Schild benutzen können, überrascht mich. Und sie machen es auch noch gerne. Wir müssen unsere Herangehensweise ändern und schauen, wie wir sie treffen. Ja, einfach drauf. Ist ja nur so ein kleines Holzschildchen da. Bäm. Bester Svartalfheim Stahl und Symbol des Mutes. Okay, aber wo ist ein Kristall? Das eine von der anderen Wand kann ich nicht bis hierher schleppen. Das geht, glaube ich, nicht. Wow. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Ja, da steht es was. Das ist dein Name, glaube ich. Heislir. Das heißt Schrecken. Was? Reiselier. Wer oder was würde sich Schrecken nennen? Ein krasser Typ auf jeden Fall. So, da habe ich ja schon was Schönes gesehen. Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey! Hat wohl diese Wackeln an. Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Ohne Scheiß. Moment.
Achso. Das habe ich nicht gesehen. Von daneben, aber es hat geklappt.